Warum machst du das nicht? Du hast einen Pass, verdammt. Okay, aus. Fahr ich dich halt hin da. Was soll's? Da. Kann schon wieder bremsen. Each. So ungefähr. Naja, passt. Run Train. Jetzt geht das irgendwie. Also von Home aus weg mögen die Züge nicht mehr so wirklich. Aber gut, ich laufe jetzt. Wie sieht es strommäßig aus? Nicht gut, Akkus sind gleich alle. Okay, ich setze kurz die Akkus. Da. Die hier irgendwo noch rein müssen. So. Genau. Da ist noch Platz für einen Akku. Du Turm bist zu viel. Da. Da ist kein Platz. Hier ist Platz. Da ist Platz. Britzel, Britzel, Britzel. Kommen wir noch wieder raus? Nein. Okay, lass mich raus, lass mich raus. Du da, du weg, du. Zu. Ich hoffe, das reicht jetzt zumindest ansatzweise, sonst baller ich einfach hier mitten in die Walachei noch welche rein. Aber ja, es schaut okay aus. So, du, warum fährst du jetzt nicht No Pass? Och, komm schon. Wo ist das Problem? Remove Station. Add Station. Go to Station. Macht nix. Du blinkst rot. Heißt das irgendwas? Ich glaube, er wartet jetzt gerade seine 30 Sekunden ab. Und er wird dann 30 Sekunden meckern, dass er keinen Weg hat. Na gut, macht die Akkus voll. Wir beobachten das Ganze noch ein bisschen. Es könnte auch sein, dass der Zug oben den Zug jetzt blockiert. Also der Zug, der generell nach Erz 1 und Öl 1 fährt. Komm schon, 30 Sekunden müssten rum sein. Akku, Akku. 1, 2. Ah, Akkus fühlen sich gut. Okay, ich brauche mehr von denen. Du. Oh, da haben wir keinen Strom, den jetzt bei uns. Du, wow, bitte darf ein welche. Hier. So, so. So, so. Ah, ganz viel Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und der fährt einfach gar nicht mehr. Ah ne, jetzt sagt er hier unten No Path. 6 Objekte zerstört. Oh, oh. Komm schon, Jolly Jumper. Fahr. Au, oh, Arme zerstört, 8 Akkus zerstört, Roboport. Ah. Wollen mich doch alle veräppeln. Also jetzt gerade gar nicht so wichtig, weil wir haben 6 Tanks voll Rohöl. Aha, ja, trotzdem sehr ärgerlich. Die zerstören Repair-Robots? Ah. Brauche einen neuen Roboport. Ich habe keinen Roboport. Du dahin. Lasertürme. Dump nochmal mehr Lasertürme.
Das wollte ich auch machen, irgendwann mal, wenn ich dazu Zeit habe. Die bewegen sich gar nicht mehr. Okay, haben auch keinen Strom. Das ist ein Argument. So. Das sollte dann erstmal reichen. Strom? Strom ist okay. Hier fehlen Akkus. Da fehlt der Roboport. So, können wir von hier aus jetzt fahren? No pass, du elendes Drecksding. So, ich baue dich jetzt ab. Jetzt baue ich dich wieder auf. Jetzt befülle ich dich mit komischem Zeug. Und sag, dass du zu Erz 2 fahren sollst. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Also ja, er steht falsch. Dessen bin ich mir wohl bewusst, aber... Du, ne? So. Jetzt steht er richtig. Aber es ändert trotzdem nichts daran, dass das Ding nicht losfahren will. Erz 2 Home, Erz 2 Home, Erz 2 Home, Öl 2, Erz 2 Home. Das müsste vollkommen in Ordnung sein. Ist der ganze Zug falsch rum? Ja, kann nicht falsch rum sein, auf beiden Seiten Loks. Also da kein Plan. Wenn ihr eine Idee habt, bitte her damit. Weil es ist ein bisschen doof, dass unsere Kupferversorgung jetzt nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Was bedeutet, ich muss jetzt von Hand... Was ja Spaß macht und so, aber ich muss trotzdem von Hand jetzt in den Folgen hin und her laufen und Kupfer transportieren. Was nicht so wirklich cool ist. Also ich könnte mein Inventar leer machen und dann so laufen. Ich glaube sogar ein Ticken schneller als mit dem Zug. Naja. Mal gucken. Also erstmal einmal voll Kupfer laden. Dann Inventar voll Kupfer laden. Dann rüberfahren. Oh, stimmt. Ich kann es kombinieren. Oh, bremsen, 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 bremsen. Bremsen. So. Genau, macht alles voll, macht alles... Voll, und da ist gar nicht so viel zum Vollmachen. Aber wir haben keinen Strom mehr. Mist. Okay, das klappt so nicht, Jungs. Wir brauchen noch eine Reihe bei dieser Basis. Was wieder Probleme bedeutet mit Mauern und dergleichen und Türmen und was weiß ich. Aber dann müssen wir halt damit leben. Also, Idee war... Lasertürme direkt an das Ding ran. Habe ich noch Lasertürme? Nö. Bau Lasertürme. Also Lasertürme direkt an das Ding ran, dann 3 Felder. Also hier steht der Laserturm, da steht die erste Mauer, ein frei. Da steht die zweite Mauer. So müsste das eigentlich dann aussehen. Da steht der Laserturm, da frei. Da hoch. Da runter und hey, wir haben mal genug Mauern dabei. Das ist ja auch schick. So. Ne? Du da, Lasertürme. Ja. Sind jetzt nicht viele. Wahrlich nicht viele. Aber es könnte für den ersten kleinen Angriff reichen. So, jetzt sowohl Solarzellen. Das steht ja völlig doof. Okay, machen wir hier unten Akkus hin. Da. Das sieht absolut grütze aus. So. Alles dicht pflastern mit Akkus, aber sonst keinen Strom haben. Du da rein. So, jetzt, ich mach mal hier oben die Solarzellen dann hin, damit wir hier schon mal einen Anfang haben. Ihr müsst da leider weg. Solarzellen, 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 Solarzellen. Solarzellen, 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 theoretisch. Du, ihr dürft immer noch hier zwischen. Mit dem altbewährten Muster. So. Da kannst du auch hin. So, jetzt brauche ich noch mehr Solarzellen. Hole ich beim nächsten Trip ab.
Der Zug ist immer noch nicht voll. Jung ist was zu... Oh, warte. Die falschen Kisten. Fahr mal ein bisschen vor. Stopp. Jetzt werden die nächsten Kisten befüllt. Ja, sehr gut. Füll dich, füll dich. Wir brauchen viel mehr von denen hier eigentlich. Kisten müssen dauervoll sein für unseren ganzen Kupferbetrieb. Was machen die Akkus? Die Akkus füllen sich nicht schnell genug. Okay. Also hängt es wieder in Solarzellen, dass wir nicht hinterherkommen. Ich hatte. Okay, gib mir Zeug. Schmeiß rein Zeug. Alles voll? Okay, dann mach mein Inventar auch noch voll. Ab nach Hause, Kupfer abliefern. Sonst kommen wir zu gar nichts. Ja, und Öl. Aber wie gesagt, Öl hatten wir 6 volle Fässer. Werden inzwischen bestimmt nicht mehr 6 volle, nicht mal Fässer, das sind Tanks. 6 volle Riesentanks. Wobei die auch nicht mehr voll sein werden. Ich denke mal, die sind jetzt bei 4 oder so rund. Au. Reparier den Zug, bitte. Hab da einen kleinen Fauxpas begangen. Hier kriegst du noch mehr Repair Packs, warte. Da, bitteschön. Geh Zug reparieren. Ja, okay. No pass. Nicht du auch noch. Go. Alter, seid ihr daran schuld? Ja, seid ihr. Warum bist du auf Rot? Da ist kein... Ah, jetzt bist du grün. Du bist zu nah dran. So, grün. Du? Go to station. Alter, Jungs. Komm schon. Ist alles grün, grün. Brauchen wir noch mehr Lichter? Warte mal. Ja, ich baue einfach noch mehr Lichter. Du kriegst jetzt hier auch noch einen grün. Da, vielleicht muss das hier immer in demselben Bereich sein. Oder so ähnlich. Und du kriegst jetzt da auch noch einen grün. Bitteschön. Nee? Okay. Wenn ich dich ganz wegmache, fährst du dann los? Dann haben wir auf jeden Fall Crashs. Ja, wenn sie ganz weg sind, ist nicht. Okay, also ich habe einfach noch... Hey, Junge, stopp. Wo fährst du hin? Home. Erz 1, Öl 2. Warum willst du nach da oben? Ist der Zug für die andere Richtung und da crasht gleich einer nicht rein. Stopp. Genau, da stopp. Wenn hier bis hier hinten ein Zug ist, dann ist es rot. Aus der Richtung kommt es für dich dann rot. Oh, warte, das könnte sein. Wenn der Zug von da kommt, sieht er das rote Licht nicht? Aber ja, jetzt zu dir, Kumpel. Warum fährst du nach oben? Keine Möglichkeit zum Wenden. Ich lasse einfach mal weiterfahren. Ich setze mich ja mal rein. Oh, der andere Zug sollte gesichert werden, ne? Anderer Zug, wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Das ist nicht gut. Okay, aussteigen. Wir suchen den anderen Zug. Und fahren den auf ein Parkgleis, das ich jetzt bauen werde. Erst muss ich den Zug fangen. Hier ist er. So, du, stopp. Anhalten. Er hat schon wieder No Pass gemeckert. Wegen dem Signal unten wahrscheinlich. Also du kriegst jetzt hier... Da. Da. Bäume weg. Kriegst hier jetzt ein Parkgleis.
schön lang ist. So, da fahren wir dich rauf. Du. Ups, falsche Richtung gedrückt. Von dir aus rechts, also D. Jo. So, da bist du sicher. Da kann der andere Zug... Oh, hast du mich angefahren, du Edel... Okay, egal, egal. Da ist alles sicher. Jetzt laufen wir wieder zurück zum anderen Zug und drücken einfach nur auf Play. Und dann gucken wir, wo der verdammte Zug hinfahren will, weil er da eigentlich nichts zu suchen. Er soll zu Erz 2, er soll zu Öl 2. Also er soll dreimal zu Erz 2, jeweils wieder zurück nach Hause und dann zu Erz 2, Öl 2 und dann wieder nach Hause. Damit halt primär das Kupfererz abgeliefert wird und das Öl sich so ein bisschen sammelt und dann mit einem Schwung abgeholt wird. Das hat aber nichts mit Erz 1 und Öl 1 zu tun, also dem ganzen Kladderadatsch hier oben. Ja, also, wir kommen gleich wieder und dann drücken wir hier Play und gucken, wo der Zug wird.